Sehr schön. Und zu deiner Frage, wieso beim Arzt, es war mal eine Routineuntersuchung. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also nichts Schlimmes. Er sitzt gerade, glaube ich, nur in einem mega, mega vollen Badezimmer, genau. Wartezimmer. Apropos, ich habe übrigens ein wundervolles Glas. Jeden freut mich zum Arzt. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich nicht. Ich gehe tatsächlich nicht freiwillig zum Arzt. Ich schiebe es so lange raus, bis es zu spät ist. Also wahrscheinlich werde ich irgendwann an einer tödlichen Krankheit sterben, von der ich nicht weiß, dass ich sie habe. Gut, Ladebildschirm. Incoming. Darf ich rein? Ich will das Spiel. Let me in. Auf mein Gehirn wird 230k. Ja, gut, warum nicht? Warum nicht? Wir gehen direkt rein. Heute gucken wir uns nicht lange den Charakter an. Ich habe übrigens hier oben endlich mal mein Overlay fertig gemacht. Die süßen kleinen Kätzchen sitzen jetzt da oben. Ich weiß, sie sind recht klein, glaube ich, aber ich mag es nicht, wenn die so riesig sind. Wobei ich sie wahrscheinlich trotzdem ein bisschen größer mache, aber nicht so. Mal kurz gucken. Nein, das ist das Falsche. Da will ich nicht hin. Da will ich hin. Na, es geht sogar. So klein sind sie gar nicht. Bin gut von der Größe. Okay. Ja, bei mir, ich habe sie so klein. Bei mir auf dem Fenster. Also ich sehe es halt nicht. Lohnung anzeigen. Allianzpunkte. Nice. Reitstunden, Kapazität. Die Reitung wird die Tragkapazität eures Reittiers und somit auch das Inventar aus Charakter zum einen erhöhen. Perfekt. Gib ihm. Ich drehe mir das auf einer Seite. Ja, ich mag es aber nicht, wenn es da so komplett drüber ist. Das triggert mich tatsächlich. Also bei anderen Streamern ist es mir egal. Aber wenn das bei mir selber ist, das kann ich irgendwie nicht haben. Ich muss das. Es muss alles so auf der Seite sein. Es geht nicht anders. Ja, wie gesagt, das macht mich so fertig. Frag mich nicht, warum. Bei manchen Overlays geht es. Aber bei den Kätzchen, ich weiß nicht, da muss irgendwie alles. Es muss alles auf der Seite sein. Das ist furchtbar. Es stört mich selber, dass es mich stört. Weißt du? Das ist auch halt so. Ah, okay. Mistrezeption. So, ich mach gerade einmal kurz. Ist irgendwer online? Nein, da. Oh, keine Online tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay. ISO Plus ist so verfügbar.
Hab ich neue Sachen? Nein. Okay. Dann will ich einmal ganz kurz da hinten zu dem Teil hin. Dann erstmal kurz in die eine Stadt. Einiges analysieren und verwerten. Und dann können wir wieder hierher zurück. Dann bin ich nämlich beruhigt. Und weiß, dass ich nichts vergessen habe heute. Macht das Inventar auch ein bisschen leerer. So, heute ist auf jeden Fall sehr, sehr viel vor. Oder haben wir sehr, 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 sehr viel vor. Ich hole ja den MMO-Tag von gestern nach. Nur, dass ich halt drei MMOs in 9 Stunden reinquetschen muss. Das ist etwas dezent schwierig. Vor allem, weil ich dann halt mindestens eins halt weniger spielen Wisst müsste. ihr, wie lange ich nach euch gesucht Nein, habe? weiß ich nicht. Reitstell da. Hallo. Bleib hier. Willkommen, meine Freundin. Glaub. Geschwindigkeit gerne. Okay. Dann wieder auf unser treues Ross. Kätzchen. Wisst ihr, wie lange ich Das nach euch ist kein gesucht Ross. habe? Jo, und einmal kurz zum Marktplatz. Kann ich da einmal alles fertig machen? Das Gute ist ja, wir haben ja einiges an Gruppensachen jetzt erledigt. Das heißt, ich kann jetzt das Größte tatsächlich allein machen. Wird witzig. Die ganze Quest hier triggern mich ein bisschen, aber ich ignoriere die Handwerksdinger. So. Analysieren. Jetzt muss ich gerade einmal kurz gucken. Warte mal. Was ist das, was wir für eine Rüstung tragen? Mittel, ich weiß. Leder wäre es dann. Stoff ist leicht, Leder ist das andere. Das genau. Einmal. Aufwerten will ich nicht. Verwerten. Ach du heilige Scheiße. Wärterin des zweiten Ranges. Analysieren. Zwei Hände. Rein damit. Verwerten. Kann ich nicht. So, wunderbar. Oh. Nicht weniger. Analysieren. Komm, mach ich tatsächlich Bogen. Weil Bogen werde ich eher spielen, als dass ich die Stäbe mache. Bewerten.
Okay. Ob mein Inventar ein bisschen leerer ist? Ja, dezent. So ist aber noch nicht alles. Hier können wir auch noch rein. Analysieren. Ring. Dann als erstes das hier. Verwerten. Wunderbar. Es ist unglaublich, im Herzen von Tanselwil zu stehen, nicht wahr? Ja. Der Ahnen hören. Ja, bestimmt. Ach ja, habe ich nicht noch ein Gift? Ja, Gift des Profilzugs. Das kann ich verkaufen. Das kann damit hin. Habe ich eine Schriftrolle drin? Nein, habe ich nicht. Dann einmal Stärkung. Schriftrolle. Und Zauberer. Magika. Das habe ich schon. Wunderbar. Nope, kann ich nicht zerstören. Extrahieren könnte ich halt höchstens. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal. Einmal. Okay. Nein. So. Wir haben etwas weniger Müll. Das wir mit uns rumtragen müssen. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Nein, will ich gerade nicht. Admiritum Minion. Dann okay. Jo, dann können wir uns einmal wieder nach da oben porten. Und jetzt. Das Angeln hat mich. Warum? Wieso hasst dich das Angeln? Jo, unser Quest führt uns ja jetzt irgendwie dahin. Gerade da ja beim letzten Mal ausgiebig erzählt habt. Was uns erwartet. Reiß nur noch ab. Ja, habe ich aber zurzeit auch. Pärchen? Surka. Kommt den ganzen Weg aus Düne. Sie hat ein sehr lukratives Geschäft. Eine der besten Händlerinnen in Elsweyr.
und sie kann nicht ein einziges Treffen mit Condaline oder Marlanie vereinbaren. Warum nicht? Ganz einfach. Diese ist eine Khajiit. Wäre sie irgendeine Hochelfenschwindlerin, bekäme sie die besten Angebote und die beste Ware. Aber weil sie nun einmal Fell und einen Schwanz hat, darum bekommt sie eben nur Schweigen zu hören. Ist ja die nächste Person von sich, ja. Khajiit reden immer in der dritten Person. Das ist ganz furchtbar. Aber ich liebe die Khajiit trotzdem. Sie sind nicht einfach nur beschäftigt? Stumpfe Krallen. Beschäftigt. Sorka ist schon eine ganze Woche hier. Die einzige Person, die überhaupt mit ihr spricht, ist Aonus. Und der ist nur ein Lehrling. Diese gibt ihnen noch einen Tag. Einen. Sind die Klingen hier wirklich all diesen Ärgern wert? Pah. Unter diesen Umständen nicht. Sorka braucht nichts. Sie versucht nur Handel zu treiben. Mach das right. Die Khajiit, die Hochelfen. Wir sind jetzt Verbündete, ja? Auridon und Düne brauchen einander. Ich suche nach jemandem, der Faridur kennt. Der Name klingt nicht vertraut, nein. Nicht? Diese ist viel zu sehr damit beschäftigt, rein gar nichts zu verkaufen, als dass sie die Namen der Einheimischen hätte lernen können. Okay, dann nicht. Es tut mir leid, aber mir ist wirklich nicht nach Reden zumute. Ich versuche schon den ganzen Tag eine ruhige Minute zu finden. Ich muss für meinen Sohn beten. Er ist verschwunden, wisst ihr? Euer Sohn? Seid ihr mit Faridur verwandt? Ja, ich bin seine Mutter. Warum? Es tut mir leid. Euer Sohn ist tot. Ich habe dieses Tagebuch bei seiner Leiche gefunden. Er ist was? Nein! Lass mich das sehen! Ich habe ihm gesagt, er soll sich diesen Narren nicht anschließen. Warum hat er nicht gehört? Am Ende hat er die Wahrheit selbst erkannt. Ich kann stolz auf meinen Jungen sein. Das ist nicht genug. Aber es wird reichen müssen. Tja. So ist das leider, ne? Okay, hier müssen wir rein. Eines Tages später ein großes Kätzchen mit gelbbraunem Fell mit einem kleinen Sack. Die Katze steckte ihren Kopf in den Sack. Sie war eine sehr neugierige, hungrige Katze. Sie hoffte, im Sack etwas zu essen zu finden. Stattdessen fand sie zwei Ratten, die sich darin versteckten. Eine von ihnen trug eine Klinge. Der Kopf war in Seide gehüllt. Die andere trug einen Schleier und fauchte verärgert. Die Katze merkte, dass sie diese Ratten nur aus ihrem Sack bekommen kann, wenn sie mehr Licht hineinlässt. Unter dem Licht würden die Ratten entweder kämpfen oder fliehen müssen. Keine weiteren Verzögerungen. Interessant. Mach die Ladung fertig und zwar heute. Ich warte nur noch darauf, dass der Befehl ankommt. Aber seht euch vor, meine Männer berichten von Fremden in der Stadt. Haltet die Augen offen. Nein, Fremde? Hier in dieser Stadt? Nein, das täuscht. Und wie geht es Fistale, meine Freundin? Ras liebt ihr Lachen. Was hat sie erfahren? Es tut mir leid, Ras. Fistale ist tot. Tot? Dunkler Mond und stumpfe Krallen. Diese Fanatiker sollen verdammt sein. Ich habe diese Notiz bei ihrer Leiche gefunden. Ich verstehe nicht, was sie bedeutet. Lasst Ras mal sehen. Selbst im Tode lacht sie diese noch aus. Schlaues Mädchen. Es ist ein Code, der uns verrät, wen sie im Verdacht hatte. Werdet ihr daraus schlau? In ihr wird eine Ratte mit einer Klinge erwähnt. Condaline ist der Schmiedemeister hier. Er leitet die Schmiede am anderen Ende der Stadt. Geht und seht nach, was ihr dort finden könnt. Und seid vorsichtig. Trefft euch mit Rasumdar auf der anderen Seite der Schmiede, sobald ihr fertig seid. Okay. Ja, gut. Dann armer da durch.
Ah ja, und die dürfen auch wieder kämpfen. Okay, Rüstliste. Genehmigt von Connolly und Stiftsvogt Malani. Nicht für die Verteidigung außerhalb des Schleiers bestimmt. 20 Schwerter, schwere Äxte, 35 Hellebarden, 100 Dolche, 45 schwere Bögen, 300 Köcher mit Pfeilen, 30 Helme. Wir müssen handeln, solange sich Eiren außer Landes auf der Insel befindet. Wir müssen so bald wie möglich zuschlagen, wenn wir unseren Vorteil nutzen wollen. Ruhm und Ehre der Schleierkönigin. Und mit Rasumdar sprechen. Okay. Das ist gemein. Okay. Was habt ihr gefunden? Ich habe diese Rüstliste gefunden. Connolly und der Stiftszug haben sich vorhin darum gestritten. Interessant. Ras kennt Mathisens Stiftsvogt, Malani. Dieser hätte sie nie im Verdacht gehabt. Wenn sie den Schleier angelegt hat, macht sie hier wohl die Ansagen. Das erklärt so einiges. Meint ihr? Jetzt steht eine Wache vor ihrer Tür. Ein komischer Posten für eine Wache, ja. Ihr überprüft es. Rein. Dieser hat eine andere Spur zu verfolgen. Ich gehe in das Haus und treffe euch dann, sobald ich etwas habe. Wir sind ganz in der Nähe, meine Freundin. Wir werden bald handeln. Vertraut Rasumdar. Wie sehr spitzig ich auch. Warum meint ihr, ihr werdet überrascht, dass der Stiftsvogt den Schleier trägt? Ich hätte nur mehr von ihr erwartet. Dieser weiß, dass sie und die Königin einander regelmäßig geschrieben haben. Und jetzt auch nur daran zu denken, dass sie sich mit dem Erbe eingelassen hat. Ach, das beweist nur, dass auch gute Menschen dumme Dinge tun können. Nicht ganz unrecht, der Kerl. So, ich brauche hier gar nicht ausweichen. Beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Dann brechen wir doch mal ins Haus ein. Kommode. Das, worauf du mehr Lust hast. Das, worauf du mehr Lust hast, Ryan. Wo ist Ras? Hinterm Haus. Ich höre es in deiner Stimme. Nein, Quatsch. Mach, worauf du unser meiste Freund Lust hier hast. War zu laut. Musst ein wenig Spaß mit ihm haben. Was konntet ihr im Heim des Stiftsvogts erreichen? 54 Quests, bis ich dich eingeholt habe. Beziehungsweise, wie viele habe ich gestern nachgeholt? 15? 20? Dass du da jetzt aber 30 Quests draufpackst. Ich schaff wieder. Ich spiel einfach die nächsten Nächte durch, passt schon. Nein, alles gut. Spiel das, was war.
was du am meisten möchtest. Willy Mounts. Ich auch. Aber ich kann mich gedulden. Die Uniform eines Offiziers. Anscheinend hattet ihr recht. Es ist also wahr. Melanie führt das Erbe hier an. Diese Stadt ist von Grund auf verdorben. Verdammt. Die Königin wird nicht erfreut sein. Was tun wir? Wenn die Wurzeln faulen, kann man nur noch eines tun. Sie mit Stumpf und Stiel ausreißen. Wo fangen wir an? Die Zeit im Schatten zu bleiben ist vorbei. Jetzt retten wir ins Licht. Na schön dann. Ihr vertraut Rasumdar, ja? Er muss euch darum bitten, ihm noch mehr zu vertrauen. Melanie, Condalin, sie sind in der Kaserne der Stadt. Ihr müsst dort hinein und für eine Menge Lärm sorgen. Sie werden euch mit großer Sicherheit gefangen nehmen. Wie werden was? Warum sollt ihr mich von ihnen gefangen nehmen lassen? Condalin ist so aufmerksam. Er weiß, dass wir hier sind. Wenn ihr da wie eine aufgeblasene Heldin hineinmarschiert und euch einfach festnehmen lasst, wird ihre Vorsicht danach darunter leiden. Dann findet euch der alte Ras, befreit euch und wir schlagen zu. Der findet das verdammt einfach, ne? Schön, für die Königin. Rasumdar vertraut euch. Er weist ihm dieselbe Ehre und er wird euch nicht im Stich lassen. Das ist wirklich euer Plan? Ich soll mich gefangen nehmen lassen? Habt ihr vielleicht etwas Besseres zu tun? Hört zu. Wir sind die Augen der Königin. Wir tun, was getan werden muss, selbst wenn das bedeuten sollte, einen auf den Deckel zu kriegen. Oder die zu töten, die es nicht verdient haben. Und wenn wir dazu nackt auf einem Guar durch einen argonischen Tempel reiten müssen. Ich bitte? Ras teilt diese Geschichte nur mit erfahrenen Agenten. Vielleicht ein andermal. Na gut, aber ich sag's mal so, eine Katze ist nicht wirklich nackt, wenn sie Fell hat. Also ganz nackt warst du dann ja nicht. Es sei denn, du kannst dein Fell ausziehen. Oder du bist eine Nacktkatze. Was ich jetzt nicht hoffen will. Ich glaube, dann kriegen wir ein ernstes Problem. Wir sollten Melanie von dieser verdammten Katze erzählen, die hier herumschreit. Wenn Rasumdar in der Nähe ist, lässt der Ärger in der Regel nicht lange auf sich warten. Zu wem redet er? Oi. Geht weiter, Freundin. Ich bin eine eingeschworene Agentin der Königin. Eine höchst bedeutende Person. Nein. Nein, Heldin. Was ihr nicht sagt. Na schön, Heldin. Dann nur hinein mit euch. Warum muss sie mich immer gefangen nehmen lassen? Das werden wir jetzt selbst erledigen müssen. Wir sind hier ein wenig beschäftigt, Reisende. Wenn ihr einfach... Im Namen der Königin nehme ich euch hiermit fest, wegen Verrats. Verrat? Ihr wagt es, mich des Verrats zu bezichtigen? Hier? Seid ihr verrückt? Nee, draußen. Ich habe Beweise, dass ihr zum Schleiererbe gehört. Ihr seid verhaftet, Melanie. Leistet keine Gegenwehr und... Ihr kleinen Narren. Eiren, diese treulose Kuh. Sie ist diejenige, die man des Verrats bezichtigen sollte. Sie hat ihr eigenes Volk, die Altmer, verraten. Die Schleierkönigin wird schon bald gekrönt werden. Und ihr könnt uns nicht aufhalten. Ich werde euch... ungehört. Ihr werdet gar nichts. Odendil, Condalin, jetzt! Odendil. Diesen Namen, ey. Condalin, kümmert euch um unsere Freundin hier. Hey, ich hab wenigstens Fälle. Nein. Seid ihr jetzt wach, schlafendes Kätzchen? Aua, ich nehme an, euer Plan ist aufgegangen. Genau wie wir hofften. Für eine Anfängerin habt ihr sehr gute Arbeit geleistet. Anfängerin? Wollt ihr euch wegen dieser Gefängnissache über mich lustig machen? Was?
Dieser würde niemals anmerken, dass er euch nun schon das zweite Mal befreit. Aus dem Gefängnis. Binnen nicht einmal eines Monats. Auf jeden Fall würde er es nicht laut aussprechen. In der gesamten Zeit, wie wir jetzt spielen, war ich insgesamt dreimal hinter Gittern. Dreimal. Ich zähle mit. Ich hoffe, das ist den Leuten bewusst. Ich zähle mit. Genau. Wie seid ihr überhaupt hier heruntergekommen? Was denkt ihr, was Ras getrieben hat, während ihr die Stadt durchsucht habt? Er hat genau hingesehen, Beobachtungen gemacht und Berechnungen angestellt. Ras hat sehr gute Augen, wisst ihr. Was nun? Rasumdar schließt die Tür auf. Ihr geht und sucht Kondalin. Dieser sucht Malani. Seid aber vorsichtig. Wo ist Kondalin? In der Nähe von Fistales Haus, Bastard. Trefft euch mit Ras in der Nähe der Schmiede, sobald ihr fertig seid. Bis dahin wird er wissen, wo Malani ist. Lass mich raus. Ich muss meinem Drang nachgehen, alles zu looten. Aber ich darf nicht. Sonst ist mein Inventar voll. Ich darf nicht looten. Vor allem das meiste davon wäre gestohlen. Mein Charakter soll nicht so viel stehlen. Diese kleinen Schatztruhen, die sind in Ordnung. Juckt halt auch keinen, dass ich entkommen bin, ne? Ihr könnt das Volk und seine wahre Könige nicht aufhalten. Hi. Stop. Ich überlege gerade eigentlich mal. Nee, habe ich gerade nicht. Schade. Schau ich dann, wenn wir die Waffen haben. Den Kampflärm hat da auch keiner gehört, ne? Das ist nicht das Geringste hier passiert. Der Stiftsvogt ist drinnen bei der Schmiede. Sie sitzt in der Falle. Dann ist es also soweit. Ja, kommt, meine Freundin. Für Fistale, für die Königin. Erledigen wir sie möglichst schnell, damit wir mit diesem Ort hier fertig sind. Na komm. Ich kann auch direkt einmal angreifen. Jetzt. Nee. Komm nicht rein. Jetzt? Es wollte nicht. Schmugglertunnel. Bäh. Reis. Gerste. Ding. Und leer.
Nabend. Ganz schön unfreundlich. Die bieten einem ja noch nicht mal Getränke an, wenn man schon zu Besuch kommt. Nein. Heute ist nicht mein Tag. Nicht? Wieso? Hat schon wieder was nicht geklappt? Schicke Frisur. Na, wie sehe ich aus? Ah, oh, gut, warum konnte nicht immer so aussehen? Wenn du das die andere Frisur siehst. Oh, die hast du ausschneiden lassen, ja Mensch. Ja, die neue Frisur. Hab eine neue Frise. Huch, ein Ding. Hi. Hab eine neue Frise. Was gibt dein Ohr an? Schatz. Dann erst noch steht im Kühlschrank. Ja, ich war eben schon an Gefrierschrank und dann ist mir eingefallen, dass ich Essen kriege. Ja. Ja. Aber eigentlich nur am Gefrierschrank, weil ich nach dem Gas geguckt habe. Ah. Aber doch Grillen in der Firma. Ich habe gesagt, da brauchen wir kein Gas holen, wir haben nur so viel vom Campen. Ah. Und haben wir noch? Und wir haben 3 Behälter und ich glaube, in einem ist sowas drin. Ah, okay. Wovon grillt ihr denn? Dazu bin ich jetzt Abschied. Was war da nochmal? Nächste Woche. Ach ja. 30. Müssen wir überhaupt zu? Ja, ich dachte 30. Verstehen Sie die Worte, die diesen Mund verlassen? Hä? Die Kopfhörer sind so dick. Mein Ego ist so groß. Mein Ego ist so groß. Guck mal. Ja. Das, was ich trinke. Ja. Oder so. Mhm. Hier kann ich nicht sein, verrückt und verrückt sein. Ja. Ja, Böhnchen und Fleisch. Oh, jedes Böhnchen gibt es. Genau. Komme auch gleich, sobald ich da raus bin. Meinst du, gehst die Treppe hoch zu mir? Ja. Okay. Bis gleich. Ja. Helden. Ich würde nur erstmal hier einmal kurz raus. Der Loot lasse ich da jetzt einfach mal liegen. So, und pass auf, das ist jetzt so ein Jahrhundert-Dungeon. Oh, nee, doch nicht. Die einzige Königin, der ich diene, ist die Schleierkönigin. Gut so, Verräter. Wir können ein wenig Übung gebrauchen. Ich bin am bei der Kaktokletterwand. Ach, die, ja, nee, die kann ich auch nicht ab. Da verkacke ich sowieso immer. So. Wir sind hier fertig. Ras hält den Gestank der Schmiede nicht mehr aus. Das sind alles nur 2 Hände, ne? Ihr seid verhaftet, Stiftsvogt. Wegen Verrat an der Königin. Die einzige Königin, die ich helfe einfach noch mal mit. Gut so, Verräter. Wir können ein wenig Übung gebrauchen. Sind einfach 4000 Fahrer da. Ja, gut. Warum nicht? Aber ich kann die auch nicht ab. Kann diese Kletterwand nicht ab. Ich hasse die Kletterwand. Wir sind hier fertig. Stehe ich da jetzt sicher?
Ja, ich stehe hier sicher sehr gut. Gut.